Guten Tag, mein Name ist Anselm Klatt und ich habe heute die Ehre, euch mein Gesellenstück präsentieren zu dürfen. Es handelt sich um ein Dielenschränkchen auf einem Zargengestell, gefertigt aus Möbellinoleum in der Farbe Ash, geölter Eiche und mattschwarzen Beschlägen. Inspiriert wurde ich von einem Sideboard meiner Großmutter, das kann so ungefähr den 60er Jahren zugeordnet werden. Auf der rechten Partie habe ich mich für drei übereinander liegende Schubkästen entschieden. Die sind vor allem dazu da, um Foto- und Video-Equipment aufzunehmen. Die linke Partie besteht dann aus einer Drehtür, hinter der sich noch weiter oben ein fester Konstruktionsboden befindet. Unten sollen Bücher verstaut und oben kleinere Dinge aufbewahrt werden. Der Korpus ist sowohl vorne als auch hinten gefälzt, hinten um die Rückwand aufnehmen zu können. Und vorne habe ich das gemacht, damit ich trotz einer überfälzten Tür die Ansicht von einspringenden Fronten herstellen kann. Ich habe mich für den Werkstoff Möbellinoleum entschieden, weil ich sowohl die Optik als auch die Haptik sehr angenehm finde, sehr antistatisch, sehr matt und außerdem ist es 2 mm dick. Das ist ganz cool, denn dann kann man zum Beispiel im Bereich der Korpusgärung eine kleine Faser anbringen, ohne eben direkt aufs Trägermaterial zu stoßen. Ganz oben an den Stollen habe ich einen Fals angefräst, um das Gestell optisch vom Korpus zu entkoppeln. Befestigt habe ich das Gestell mit klassischen Nutklötzen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken.